So Leute, ihr dürft jetzt meine, meine letzte Runde nochmal miterleben. Dieses Mal habe ich die Pappenheimer etwas mehr abgehängt und habe mich auch gut mit Nitro versorgt. Hab ein paar ausgeschaltet, habe das Rennen etwas anders gefahren. Also ich habe gesagt irgendwie, aua, ich habe gesagt irgendwie, ja, ich mache keine Schnitte, aber das hat mich angekotzt und ich glaube, euch hätte es auch angekotzt, um mal das ganze Rennen total identisch zu sehen. So, und da kommen die Penner schon wieder. Ich sag's ja. Das ist das Phänomen der letzten Runde. Aber dieses Mal bin ich hoffentlich abgesichert. Also dieses Nitro sollte mir dann doch reichen. So, da oben bleibt ungefähr gleich. Kommt näher ran, kommt näher ran. Kommt immer noch näher ran. Bleibt, wird größer. Ja, ich weiß nicht. Also, das finde ich dann irgendwie scheiße, wenn ich dann sage, ja, guckt euch das ganze Rennen nochmal genau an. Und ich habe auch in diesem Rennen wieder die ganze Zeit wie letztes Mal geführt. Ich habe nur ein paar mehr Typen abgeschossen, ein bisschen öfter geflucht. Na gut. Alles, was ja eigentlich in die Aufnahme gehört, fluchen und Typen abschießen und so. So, aber das sollte doch jetzt reichen. Ja, das reicht. Da lege ich mich fest. Ja, Mann. Cheaten for the win. Nein, nicht gecheatet. Tut mir leid, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, müsst ihr es mir eben schreiben, aber ich nehme an, ihr wisst ja ungefähr, wie das Rennen so war. Es war ähnlich, so. Gewonnene Rufpunkte 100, gewonnenes Geld 1100. Kommt eine Cutscene oder wie ist das? Eher nicht, okay. Gut, zweites URL-Rennen. War eigentlich ja nicht schlecht, aber. Und jetzt könnte ich eigentlich sagen, ich mache Fights in StreetX hier. Ich habe zwar Angst davor, aber probieren geht über studieren und ich will ja mehrere Rennen zeigen, ne? Ich habe jetzt Nitro, wird alles besser, nicht? StreetX ist der Knaller, Mann. Aber du hast das alles schon gesagt, Victor, deswegen überspringe ich den Text jetzt. Ach, Rachel, das war wirklich nicht einfach. Muss ich mal kurz neu starten, hat niemand gemerkt. So, StreetX. Alter, hat der da einen Nissan 350Z? Ne, ich dachte schon, das wäre nämlich echt unfair gewesen. Aber das ist nur so ein eher auch unfairer, aber nicht so unfairer. Ach, hier hat man gar kein Nitro, stimmt ja, das hatte ich vergessen. Hier geht's nur über Windschatten und gegenseitiges Ausschalten. Und ich sag euch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hier verlieren werde. Schon jetzt am Anfang. Ja, ihr seid dumm. Alle beide. Man darf beim StreetX einen nicht wegkommen lassen. Das ist die Hauptdevise, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das, genau das haben wir jetzt getan. Aber ich bin guter Dinge, dass wir diesem Knilch seiner gerechten Strafe zufügen können. Nicht mehr so, nicht mehr so. Alter, ich war so gut, ich war so nah dran. Aber der scheint relativ kurz zu sein. Der StreetX, kacke. Mann, ich starte jetzt dauernd neu, das regt mich auf. Ich will euch das eigentlich gar nicht so übertrieben zeigen. So just like, ich bin der mit der Noob. Ja, bin ich aber trotzdem. Das wollte ich nie, ich wollte nie, dass es so endet, liebe Zuseher. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. So, der knallt wieder gegen die Wand, wissen wir ja. Und ich, er knallt auch gegen die Wand, ich knall gegen ihn. Aber dieses Mal können wir es vielleicht etwas besser gestalten. So, nein, du wirst mich nicht gegen diese Wand drängen. So, und weil ich den als größte Gefahrenquelle sehe, habe ich den jetzt mal einfach ausgeschaltet. Und weil ich den zwar nicht als große, aber eben auch als Gefahrenquelle sehe, schalte ich den jetzt nicht aus, weil ich zu schlecht bin. Alter, komm schon. Ach, der steht da immer noch. Das war natürlich nicht mein Plan, ne? Wisst ihr. Ich wollte nicht, dass es so wird. Alter, jetzt komm, lass mich mal vorbei. Es wird langsam Zeit. It's about time, man. Jo, das war nicht schlecht. Jetzt weiß ich nur nicht, wer von den beiden da der Überrundete ist. Ich glaube, der hinter uns ist nicht der Überrundete. Komm schon, letzte Runde. Volles Nitro, nicht. Beste Rundenzeit. Alter, der Parcours ist aber eigentlich ganz cool. Also das mag ich dann schon wieder. Mehr als sonst. So, letzte Kurve. Jo, zwei Typen ausgeschaltet, der dritte harmlos. Bam. Und wisst ihr was? Jetzt habe ich auch Lust auf den nächsten StreetX gewonnen, weil es ging schnell, gibt Geld, Rufpunkte. Was will man mehr? Der ist ja auch hier in der Nähe, glaube ich. Oder kommt eine Cutscene? Ich weiß es doch auch nicht.
Ich kenne das Game nicht auswendig, auch wenn ich so spiele. Chance auf SportsCon Compacts K-Titelbild. Einer meiner Kontakte hat mich gerade angerufen, weil wo ein Fotograf von Sports Compact in der Stadt ist und nach heißen Wagen für das nächste Titelbild sucht. Fahr zum Stern auf der Karte. Ich meld mich wieder, wenn du da bist. Yeah. Von Rachel. Du hast einen Monat lang Zeit, diesmal zum Outlander. Du hast wohl einen scharfen Neuzugang im Angebot. Ansporn genug? Oh ja. Scheiß auf Autohändler. Model, das sich auf meiner Motorhaube regelt, auch wenn sie hässlich ist, geht immer vor. Gut, jetzt haben wir sogar Nitro, das kann ein entscheidender Vorteil sein. Wenn man irgendwo mal gegenfährt, kann man das immer noch ganz gut mit Nitro retten, deswegen sollte ich das jetzt nicht verschwenden. Haben wir auch wieder ein bisschen Geld auf dem Konto, nachdem wir so einen Nissan getuned haben. Wobei getuned kann man so ein schlechtes Auto eigentlich nicht nennen. Muss ich mal so sagen. So, zack, hier rein. Ja, das war nicht schlecht. Das sah jetzt mal ganz adrett aus. So, wo ist das Model? Ich hoffe, kein männliches Model. Nichts gegen männliche Model, aber so wie Rachel das gesagt hat, muss ich hier nicht durch. Pam. Sondern muss hier. Hallo? Es hat eben noch was anderes angezeigt, das scheiß Navi, ey. TomTom-Qualität. Kacke. So, hier vorbei. Illumination. Burn, burn. Unitology. So. Und wo ist denn der Stern? Ich bin der neue Stern. Hier beim Abwasser. Das muss richtig gute Zeitschrift sein. Wirklich. Da. Da ist es doch. Hey, der Typ muss dringend seinen Flug erwischen. Ich versuche ihn aufzuhalten, aber du musst in den nächsten 2 Minuten bei ihm sein, sonst ist er weg. Sagt uns Hector. Oh, scheiße. Ich hoffe jetzt. Oh, falsche Taste. Nein, und die Musik läuft schon. Da ist aber nicht der Flughafen, aber gut. Aber wenigstens habe ich mich richtig gedreht und ich glaube, ich habe die Kameraperspektive verändert. Oder irgend sowas. Keine Ahnung. Gut. Beschleunigen wir erstmal ein bisschen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier auf die Autobahnzufahrt nach Beacon Hill. Jo. Oh, das muss ich kurz retten. Jetzt eine falsche Ausfahrt erwischen. Das wäre natürlich fatal. Komm schon. Fahr nicht weg, du scheiß Fotograf. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Da laber ich hier so eine Scheiße. Mach heute so einen Drecksjob. Muss bei jedem Rennen fast neu starten. Ja, war sogar heute bei jedem Rennen. Und dann kriege ich das hier nicht mehr hin, ey. Was ist los? So, erstmal ein bisschen knapp vorbeisammeln. Na, das ist aber trotzdem noch machbar. Nein, verdammt. Dann werde ich gleich erstmal schön um die Kurve mit Nitro gehen. Oder auch nicht. Hallo, Kurve? Kurve. Oh, da ist ein Shop. Das heißt hier keine Satellitenverbindung. Alter. Du zeigst völlig was Falsches an, mein Freund. Hier müssen wir lang. Alter, diese Kurven können einem viel Zeit kosten. Aber das sollte machbar sein. Nein, nimm deinen Flug nicht. Nimm deinen Flug nicht. Ich habe Rot-Käppchenwein für dich mitgemacht, oder wie das widerliche Gesöff heißt. Ich will dir ein Geschenk machen. Geh nicht. Speedlimit egal. Für dich fahre ich so schnell, wie es sein muss, Schatzi. Wo denn? Wo denn? Willst du mich verarschen? Wo? Ich habe jetzt 27 Sekunden, um dieses Drecksloch zu finden, da ist es doch. Puh. Na, du wärst bestimmt gerne mit auf die Haube geklettert, Hauptsache, du bist auf dem Cover von Sport Compact Car. Da ist aber jemand eifersüchtig. Von Ben, du hast es auf das Titelbild einer Zeitschrift gezappt. Das musst du gesehen haben. Sport Compact, ja. Body Transformation gone wild. Mind-blowing Performance Tuning. Die ist aber nicht auf meiner Motorhaube und der Wagen sieht der bescheiße aus, aber gut. From the driver seat, new Audi imports. Ja, Hot Tuner Babes. Tuner Babes soll's heißen. Natürlich möchte ich die speichern. Die kommt in mein Pornoregal zu Hause. So, jetzt bin ich hier irgendwo am Arsch der Welt, ne? Prämie für Zeitschrift. Abkürzung 200. Willst du mich verkackgeiern?
So, ich glaube, den Rundkurs haben wir noch nicht gemacht. Hä? Was ist mit diesem scheiß GPS los? Naja. Geld, 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 Geld. Geld, Geld, Geld. Aua. Für Geld mache ich sogar mein Auto kaputt. Aber da war so ein Neonhändler auf dem Weg zum Fototermin. Das habe ich gesehen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wo das war. So, erstmal hier gucken. Nee, den hatten wir echt noch nicht, den Rundkurs. Also, was Neues. Freut euch. Willkommen an Bord, Junge. Die Regeln sind einfach. Wer langsam ist, fährt rechts. Hast du schon mal gesagt. Kam schon mal irgendwo. Nick. Jetzt wiederholt sich das langsam. Na gut. Oh nee, das sind diese Haarnadelkurven mit drin im Parcours. Alter, ihr habt ja gar nicht bessere Autos als ich. Nein, überhaupt nicht. Und wieder das Bundeswehr-Babe. Ach, Mann. Kann Rachel das nicht machen? Nitro-Show, was? Ich hab nichts gemacht. Alter, da macht jemand eine Nitro-Show. Gleich mal hinten dran hängen. Oder auch nicht. Alter, ist der schnell. Alter, bist du schnell, Alter. Was hast du denn gemacht? Pam, verpiss dich. Das ist mein Block, Alter. Ui, fliegt aber schön das Schild. Ja, Power Slide, aha, Jubel. So. Oh, einer hat sich gedreht. Das heißt, einer schon mal fürs Erste aus dem Rennen. Na komm, versuch's. Komm, geh in meinen Windschatten, ich lass dich. Komm, komm, putt, 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 geh vorbei. Geh vorbei. Geh vorbei. Okay, dann nicht. Dann eben nicht. Power Slide. Gut Nitro sammeln haben wir aus dem URL schon gelernt. Das ist immer das Beste. So, wer von euch Versagern ist denn der gute Nicky Boy? Dürfte ich das mal sehen? Nick ist letzter und hat sich gedreht. War ja irgendwie klar, ne? Irgendwie war mir das ja schon klar. Burn, burn. Burn, burn. Mann, der scheiß Mauscursor. Ja, ich spiele ja mit Laptop und da kommt man gerne mal auf das Touchpad. Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn, die kleinen Haschi-Puschis? Ach ja, es geht auch nichts über eine lange Spiel-Session NFS, aber ich glaube, meine Festplatte läuft langsam voll. Das heißt, nach diesem Rennen werden wir dann auch mal Schluss machen. Heute ist Freitag. Heißt, gleich ist erstmal schön, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mit der Skype-Konfi abhängen. Oder Freitagsspiel gucken, was ist denn heute? Heute ist der 26. Tja, keine Ahnung, welches Spiel heute ist. Bestimmt irgendwo ein Gammelspiel. Auf jeden Fall spielen Hannover und Schalke wahrscheinlich nicht. Haben ja beide gewonnen. Unter der Woche. Glückwunsch an Hannover. Kein Glückwunsch an Schalke. Ich mag Schalke nicht. Haha, ist der da ehrlich reingefahren? Trottel. Ach, ist doch schön, wenn man sich an den kleinen Sachen im Leben erfreuen kann, oder Leute? Zum Beispiel, wenn ein Gegner irgendwo reinfährt oder so. Wenn ihr das euer Leben lang wart, dann, naja, dann ist es ein schönes Leben. Philosophiere mal ein bisschen hier vor mich hin, weil das Rennen nicht so viel bietet, weil unsere Kollegen Scheiße bauen. Gut, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Aber die sind auch meilenweit weg. Also ich weiß nicht, wie ich andere Rennen verlieren könnte, aber dieser Rundkurs hier ist gut einfach. Na, Niki Boy, du fährst rechts anscheinend, oder? Warum bist du so weit hinten? Du Nazi. Oder bist du jetzt Zweiter? Du Harter. Nee, du bist immer noch Letzter. Oh. Oh, hätte ich lieber nicht angesprochen, ne? Mach ich aber. Mach ich aber so. Nicht zu euphorisch werden. Ein heftiger Crash könnte uns immer noch den Kopf kosten. Aber denn so ein Powerslide um die Ecke rum. Da geht einem doch das Herz auf. Und wenn ich die anderen fahre, dann blutet mir mein Herz. Komm, den nehme ich nochmal mit. Nein, den wollte ich nicht mitnehmen. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Fahr, 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 fahr. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Halt's Maul. Halt's Maul. Ey. Nö. Nö, sehe ich überhaupt nicht ein. Letzte Aufnahme endet wieder mit einem richtigen Lose, ey. Geil. Naja, Leute, wir sehen uns, ne? Mann! Sowas regt mich auf!
Nur wegen so einem scheiß Auto-Crash, ey. So eine Kacke. Ciao.